Kriegsgebietssimulation wird gestartet. Halten Sie Basen, schalten Sie Bosse aus und eliminieren Sie gegnerische Spartans, um Punkte zu erhalten. Die Allianz greift unseren Kern an. Schalten Sie sie aus, um unsere Heimatbasis zu sichern. Die Marines brauchen Unterstützung, Spartan. Und damit seid gegrüßt zu Halo 5 Guardians in einem Kriegsgebiet-Modus, nämlich in einem wochenenden Modus, nämlich, wenn wir alle Gegner töten, sind wir direkt auf Stufe 9 und die Requirierungspunkte, seht ihr, steigern automatisch in die Höhe. So, haben wir jetzt irgendwas Besonderes, warte mal, guck mal, und Stufe 9, seht ihr? Unten auf Stufe 9. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Auf jeden Fall nehme ich erstmal mein Kampfgewehr auf jeden Fall mit. Und eine Spezialwaffe. Welche nehme ich denn? Welche nehme ich? Weil ich jetzt nicht direkt... Erstmal das hier nehme ich mit. Und Spezialwaffe. Was haben wir denn? Hallo Bazooka. Haben wir. Zack, nehmen wir hier mit. Ja, hoffen wir, es wird klappen. Ich weiß es überhaupt nicht, Leute. Wie gesagt, direkt Punkte unten, seht ihr, die steigern jetzt ganz schön schnell. Das könnte jetzt richtig lustig hier oben werden. Weil wenn die schon das Monument haben, das Denkmal. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, und sofort tot. Ja, hat mir jetzt nicht so viel was gebracht, ne? Mal eben kurz hier wechseln. Was habe ich denn noch hier für... Was habe ich denn hier? Ja, mal hier mit einmal, zack. Gut. Ihr wisst ja, das ist ja nicht so mein Modus. Aber dass man so direkt so schnell abgekackt bin, das ist ja schon echt doof. Wollte gerade mal eine Bazooka einsetzen. In der Hoffnung, das bringt was. Och, komm, Alter, ich bin doch erstmal gerade drüben und sofort habt ihr den Gegner erledigt. Boah, ist doch kacke. Ja, ist ein bisschen doof. Jetzt kacke ich wieder am laufenden Band ab. Ich komme hier nicht zum Zuge. Das war schon abzusehen. Aber ich glaube, der Fehler war, sofort die geilsten Waffen zu nehmen am Anfang. Ich glaube, jeder hätte erstmal sofort das Monument erobern müssen. Weil wer ja das Monument hat, würde ich jetzt mal schwer behaupten, der ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So. Na? Erwische ich da ein? Durch Glück. Ja, ja, ja. Boah, das ist doch fies, ey. Das ist ja fies. Wir müssen mal echt mal irgendwie da hinten aufräumen. Südliche Garage erobert. Ah, haben wir wenigstens die südliche Garage. Da ist doch schon mal was. Nein, nein, nein. Uah. So. Der Gegner hat die nördliche Garage eingenommen. Ja, das ist jetzt wieder kacke. Zu viel zurückgefallen. Ja, an sich ist es eigentlich eine geile Idee mit diesem Wochenende. Wenn man nicht sofort so abkacken würde. Hab einen Marine erwischt. Ist ja mal witzig. Na? Ja, hau mal ab da. Gut. Na? Jetzt alle mit ihren Fahrzeugen, Banshees. Ich glaube, so vielleicht sollte ich mal auch mal ein Fahrzeug mitnehmen. Hä, wo bin ich denn eigentlich nicht sofort der... Requirierung bestätigt. Nehmen wir mal einen Mantis mit. Aber ein fettes Mantis. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So. Zack. So. Das ist doof, kann mich jetzt da nicht bewegen. Das war sowas von klar. Ah.
Ja, mit einem fetten Fahrzeug. Habe ich mich direkt erwischt. Das war absehbar. Sag mal. Ich krieg zu viel. Einer rast hier mit dem Fahrzeug, geht. Ich darf nur eine Minute bleiben im Tod. Deswegen nutze ich gerade eigentlich eher selten jetzt meine Waffen. Weil ich kack zu schnell ab. Das ist übel. Wie die Blauen jetzt hier rasieren, das ist unnormal. Das ist völlig unnormal. Das geht ja mal gar nicht. Die haben sofort halt das Denkmal erobert und können jetzt sofort hier Gas geben mit ihren Waffen. Ja, ist klar. Alter. Alter, Alter. Das ist so was von eine Scheiße. 81 Punkte haben wir und die haben schon 255 kassiert. Ja, ich nehme gar nichts an neuen Waffen, gar nichts mehr. Das ist reinste Verschwender. Das wäre verschwenderisch, bin ich ganz ehrlich. Das wäre verschwenderisch meinerseits, wenn ich das jetzt nutzen würde. Weil, die hauen da jetzt rein, das kannst du knicken. Banshee-Pilot Dallerman fliegt über dem Denkmal herum. Ja, das gehört jetzt denen, ne, weil... Ja. Gehört schon denen, wie gesagt. Außer, man schafft es, ihn zu sehen und man kriegt... Ne. Der Gegner hat Pilot Dallerman eliminiert. So, ja. Oh, Junge. Ist mir am Sack. Ja. Was soll ich machen? Das bringt jetzt nichts. Bringt überhaupt nichts. Ich könnte ja mal gucken, ob ich versuche zu snipen. Requirierung bestätigt. So. Vielleicht, dass ich mal einen erwische, weil, jo. Man hat schon verloren. Braucht man nicht weiter nachzudenken. Jetzt frag ich mich gerade, wo hier einer ist. Das ist der Nachteil, wenn man gegen Blau kämpft. Ah, Gott. Ich habe ihn nicht gesehen. Er da für mich. Und du klaust mir jetzt meinen Sniper. Bist du Jeck oder was? Ich krieg zu viel. Nee. Ich sehe da keinen. Bis ich einen da finde, hat der mich da gefunden. Eieieiei. Fragt man sich manchmal, warum man hier weitermacht. Allianzler beim Highway entdeckt. Ja, an sich finde ich Modus witzig. Ich meine, ich würde es auch witzig finden, wenn ich da in Überzahl von 400, über 400 Punkte wäre, ne? Weil so macht das ja mehr Spaß. Da will ich auch Fahrzeuge benutzen, weil ich sehe, ja, Sieg voll easy, ne? So. Na, der Philly, der schreibt, ich weiß auch warum. Und schon keine Muni? Alter, ist das aber traurig jetzt. Ja, Gegner kann auch einen ganzen Sieg haben, also. Ne? Weil. Weil, ja. Naja, schon gewonnen. Deshalb. Weil einfach ist. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch, da wollte ich jetzt nicht landen. Bin ja, jetzt für den Stream gleich vorzubereiten, also an dem Tag, wo ihr das seht, ist es Samstag. Bereit mich für den Stream vor. Der Gegner hat einen Duellantenjäger eliminiert. Boah. Der Gegner hat einen Duellantenjäger eliminiert. Klar, würde ich mit den dicken Waffe kommen, könnte ich 15 Mal auf diesen Duellantenjäger draufknallen. Es würde nichts bringen. Ja, und du haust jetzt ab. Ja, sag ich doch.
Ey, oh, Alter, hat man echt Pech. Also ich hab echt schweinisch Pech. Das geht ja mal gar nicht heute. Das geht ja mal gar nicht. Heute ist aber echt ein Wurm drin. Er ist ja voll witzig. Naja, ich hoffe, wenn ich sowas mal spiele mit den Livestream-Jungs, sag ich mal, dann hoffe ich mal, dass man dann in einer Runde ist, wo man bessere Chancen hat, ne? Ja, du mich auch hier. Ja, ist... Ey, das verstehe ich nie. Habe ich jetzt ein falsches Kampfgewehr ausgesucht wahrscheinlich? So wie ich mich kenne. Moment. Kampfgewehr? Nee. Ach, jetzt... Weil jetzt war... Wahrscheinlich ein falsches. Ja, genau. Das ist doch ätzend. Was hat mich denn jetzt so getroffen eigentlich? So. Leco mio. Den erwischst du da nicht. Und irgendeiner ist da. Irgendeiner war da gerade bei uns. Wir brauchen ja nicht viel mehr machen. Das ist es ja. Ist ja jetzt Witz an der Sache. So. Sag ich doch, da war doch einer. Aber egal. Hauptsache jetzt noch dieses Fahrzeug mitgenommen. Gucken eben noch, was das für... ich habe ja nur dieses Kampfgewehrchen. Oh, ist ja doof. Ja. Nee. So. Dann gehen wir. Ja, genau. Fahrt mal ihr. Macht ihr mal. So, ja. Das wird... Wird eine Nummer hier. Ja, mit einem Scharfschützengewehr haut man die natürlich besser runter. Ewiger Wärter in der Nähe der Terrasse. Ja, der ist jetzt auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt geil. Und ein Scharfschütze. Ich sehe ja hier keinen Scharfschützen, sonst würde ich ja gerne einen benutzen. Also sehe ja keinen. Der sieht ja mich. Ja, komm. Es gibt ja nie eine Ruhe. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich jetzt nicht. Haben wir den? Jo. Wir haben den. Das Doofe ist, wenn ich keine Muni habe. Weiß gar nicht, ob das was gebracht hat. Da weiß ich nicht. Aber dafür ist die MP natürlich eine doofe Idee, ne? Aber was soll ich sonst machen? Ja, ja, auch Sturmgewehr nehmen können, das ist klar. Aber ich wusste ja auch jetzt nicht, dass ich Warthog fahre. Gut. Ja, eigentlich könnte jetzt mal langsam hier Sense werden, weil... Weil einfach ist. Weil hier einfach nichts mehr bringt. Könnte ruhig von mir aus Sense werden. Ja, irgendwie war das... Irgendwie reagierte mein Controller gar nicht. Ich wollte weiter nach links gucken, aber ging nicht. Hm, finde ich manchmal seltsam. So, ich gehe und irgendwie beim Gehen. Ja, ist jetzt merke ich gerade so, wo ich das gerade langsam ausprobiere, merke ich schon, dass die Relevanz sich zu die Reaktion. Noch sind wir nicht geschlagen. Wir können immer noch den gegnerischen Kern zerstören. Was war das? Och nö, gerade wo ich ihn hatte, zählte sein Schuss eher als meiner. Ey, das ist doch voll assi, ey. Also jetzt, assi, er wollte jetzt mir sagen, jetzt räumen die hier auf. Wollen die jetzt noch die Basis erobern? Ey, Leute, spinnt ihr jetzt total? Das lasst ihr noch zu, dass sie so weit kommen. Bleibt mal schön auf euren Monument, ne, ihr Trotteln da hinten.
Krass. Ehrlich. Doppelter Abschuss? Wie hab ich das jetzt geschafft? Egal, ich hab's geschafft. So. Was? Ey, komm, jetzt ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Da die hier aufräumen, ne? Das ist jetzt schlechter Scherz. Ach komm. Schon wieder die gleiche Nummer. Ich hab durchgedrückt. Er hätte umfallen müssen. Was ist das denn? Ah, ist doch ein schlechter Scherz. Dass sie jetzt diese Scheiße hier erobern, ne? Ist klar. Na, komm, heute noch. Jetzt ging wohl gar nichts mehr. Dieses Terrain gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, mir gefällt hier auch einiges nicht, Freundchen. Eieieiei. Dass sie zulassen, dass sie so weit kommen, ne? Jetzt beim besten Willen nicht gedacht. Aber gut, so gewinnen die Blauen schneller. Da müsste jetzt ein Wunder passieren, dass wir da noch aufholen. So, schnell mal rein. Ja, wenig Punkte, würde ich sagen. Wenig Punkte. Na, da war er ja schon. Ha? Traust du dich nochmal? Traust du dich nicht. Wo ist der Panzer? Okay, dachte schon, da ist ein Panzer. Dann würde ich jetzt Granate schmeißen, weil ich Granaten full bin. So. Würden wir... Ah, jetzt. So, das war's für den. Ist wieder voll aufgeladen. So. Hat's geknallt. Frage nur, wo? Oh, von wo hat der denn geballert? Du da! Ich hab dich gar nicht gesehen. Vielleicht könnte ich da mal was ausprobieren. Nochmal eben eine Spezialwaffe. Mach ich nochmal. Jo, Spartanlaser. Komm, ich versuch's einmal mit einem Spartanlaser. Pass auf, ich gehe jetzt gleich irgendwo hin. Tot. Ich kenne das Spielchen. Ah, oben, unten. Okay, hier. Der ewige Wärter ist wieder da. In der Nähe des. Sag ich doch. Der Gegner siegt, wenn er ihn ausschaltet. Das dürfen wir nicht zulassen. So. Ich mach schnell mal eben leuern. Hui. Aber Niederlage. Das war aber sonnenklar. Das war sonnenklar. Ja. Haushoch verloren. Haushoch. War kein schönes Wochenende, spezielles Wochenende. Aber schön, dass sowas gab. Ich hoffe jetzt, wenn ich an diesem Samstag hier heute aufnehme, dass ich das mit einem gutes Team mache und natürlich auch, dass wir gewinnen. Wäre natürlich genial. Ja, ich glaube da, ich hoffe mal drauf. Gut. Ich gucke jetzt mal eben kurz, wie jetzt meine Rec-Mäßigkeit ausgeht, weil ich glaube, ich habe einige Pakete. Hau, 30.000 Rec-Punkte. Ich meine, ich könnte mal so mal aufnehmen bald. Ne, so wieder so Paketetag-mäßig. Aber das alles Zuchtzeit. Was soll das jetzt sein? Bronze-Paket. Ach so, sieht ganz normal Bronze-Paket aus. War ich schon gar nicht mehr. Guck mal. Gut, das war's. Wem es dir gefallen hat, gerne einen Däumchen nach oben. Würde mich freuen. Schreibt mal eure Erfahrungen bei solchen besonderen Aktivitäten. Und kennt ihr das eigentlich, wenn ihr so gerade mal anfängt und ihr merkt, ihr werdet haushoch rasiert. Kaum das Spiel angefangen wie jetzt. Wir hatten gerade mal 60 Punkte, die hatten schon über 300. Schreibt mal gerne rein, so würde mich interessieren. Und wir sehen uns dann in der
nächsten Folge zu Halo 5 Guardians.